Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Und ja, ich hoffe, ihr hattet gestern alle einen schönen heiligen Abend. Bei mir liegt ja Weihnachten noch in der nahen Zukunft. Bei euch ist der heilige Abend schon vorbei, insofern ihr natürlich Weihnachten feiert und ja, ihr da euch vielleicht auch ein bisschen beschenkt habt. Hoffe ich, dass das zu eurer Zufriedenheit ja, so ein bisschen ein schöner Tag, ein schöner Abend war. Ja, meine Bücherwoche umfasst ja noch die Woche sozusagen davor. Ich merke jetzt in der aktuellen Woche, dass ich schon eher in Serien- und Filmstimmung bin und auch ein Hörbuch höre, was mir gefällt und auch noch ein, zwei Weihnachtsbücher so gedanklich lesen möchte. Ich vermute, dass es nächsten Samstag keine Bücherwoche geben wird, sondern ich plane da so ein bisschen ja, den Jahresrückblick vielleicht in der nächsten Woche irgendwie hochzuladen, ein bisschen vorzubereiten. Es bedarf natürlich auch durch die Statistik ein bisschen mehr Zeit. Und dass es dann erst in zwei Wochen sozusagen dann wieder eine Bücherwoche gibt, wo ich jetzt die Woche vor und nach Weihnachten zusammenfasse. Also wundert euch nächsten Samstag nicht, ja, wenn da keine Bücherwoche kommt. Aber es wird auf jeden Fall ein Video geben. Und es ist dann auch so die Woche gefühlt der Jahresrückblicke. Ich werde wohl mit dem Serien-Filmrückblick starten. Dann gibt es den Hörgenuss am Donnerstag, der ja sich dann so auch ein bisschen mit meinem Hörjahr beschäftigt. Und am Samstag, das passt eigentlich ganz gut, das Finale, dann ja, der Bücherrückblick sozusagen in Gänze mit Statistik und Flops und Ähnlichem. Das vielleicht so ein bisschen als Info. Und ja, ich habe in dieser Woche drei Bücher gelesen, tatsächlich nichts Weihnachtliches, was ich echt ein bisschen schade fand. Aber ich habe es irgendwie nicht mehr untergebracht. Umso mehr möchte ich jetzt einfach in den nächsten zwei Wochen noch ein bisschen in der Weihnachtsstimmung verbleiben. Ich habe tatsächlich so ein bisschen noch Highlight-Potenzial geschnuppert, weil ich auch noch ein Türchen offen hatte und dachte, Mensch, eines der Bücher, was ich euch jetzt vorstelle, könnte ein Highlight werden. Und theoretisch wisst ihr schon, von welchem Buch oder Büchern ich dann aus dieser Woche ja, auch noch spreche. Jetzt wird es in meinem Kopf irgendwie crazy. In der Woche hat mich ein Hörbuch begleitet, und zwar die Chroniken der Meerjungfrau von Christina Henry. Das ist dann, glaube ich, schon das fünfte Buch der Autorin, die sich hier so ein bisschen um die kleine Meerjungfrau kümmert. Weiter ging es dann, oder beziehungsweise haben wir dann Freitag oder Samstag in Zani beendet von Kerstin Merkel. Ein High-Fantasy-Epos, was wir uns ja jetzt schon drei Wochen eingeteilt haben und ihr ja mittlerweile auch schon wisst, dass es für mich ein Highlight war, wer den Adventskalender gesehen hat. Und dann, ja, das nächste Highlight des Jahres ist dann von Robert Mark Lehmann, Mission Erde. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Und ja, das hat mich wirklich sehr eindringlich begeistert und beschäftigt. Und ach, sieht auch mit den Orang-Utans, ach, einfach, ja, richtig, richtig schön. Ja, auch darüber werde ich natürlich berichten. Alle Zeitstempel unten in der Infobox, wann ich zu welchem Buch komme. Und dann auch, wenn ich über sonstige Geplauder, über Serie, Filme und so weiter spreche. Starten wir aber mit Chroniken der Meerjungfrau von Christina Henry. Ist gesprochen von Birte Schnöig. Und ich glaube, ich habe von ihr auch schon das ein oder andere Hörbuch gehört. Ich finde sie als Sprecherin ganz gut, hat mich auf jeden Fall abgeholt und auch die Geschichte gut erzählt. Gibt hier nichts zu meckern. Ich habe ja die Alice-Reihe von Christina Henry sehr geliebt. Ich fand auch Peter Pan zwar brutal, aber richtig gut und schön düster. Und habe mich natürlich hier sehr so ein bisschen auf ja, die kleine Meerjungfrau gefreut, was ja im ursprünglichen eine Geschichte von Christian Anders ist, oder? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und nächstes Jahr erwartet uns dann auch noch eine düstere Interpretation von Rotkäppchen. Ich frage mich, wie man dieses gruselige, brutale Märchen eigentlich noch düster interpretieren kann. Ist ja für mich mein absolutes Horrormärchen. Aber gut, es wird wahrscheinlich irgendwie noch gehen. Ja, wir haben bei Christina Henry eben immer düstere Adaptionen, Interpretationen eines Märchens. Sie werden oft in einer ähnlichen Zeit erzählt. Bei Alice war es eher nachgelagert, nach der bekannten Alice-Geschichte. Bei Peter Pan war es eher die Vorgeschichte. Und ja, hier sind wir irgendwie so mittendrin, anstatt nur dabei. Wir treffen auf Amaya. Sie ist eine Meerjungfrau. Sie ist sehr neugierig. Sie möchte viel kennenlernen, viel sehen, viel erschwimmen. Ist so ein bisschen einzelgängerisch unterwegs. Erforscht auch so ein bisschen das Meer. Auch ihre Familie sieht das ein bisschen kritischer und ist so ein bisschen verwundert über ihre Art, wie sie so ist, dass sie nicht so familienverbunden ist, dass sie eben wirklich ihrer Neugierde nachgeht. Und eines Tages wird sie von einem Fischer gefangen, der selbst ein bisschen auch überrascht ist darüber, was er da gerade in seinem Netz hat. Er lässt sie frei,
Doch es entsteht da eben so eine Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Fischer Jack und ja, sie kehrt zu ihm zurück. Sie leben auch bis zum Tod von Jack zusammen. Das ist jetzt auch kein Spoiler. Und ja, wir merken hier natürlich schon zu Beginn, das ist aber wirklich nur eine kurze Geschichte, wo wir so ein bisschen sie eben auch kennenlernen in Verbindung dann eben mit Menschen. Und dann treffen wir auf einen, ja wirklich, ich glaube, historisch belegten Mann, also P.T. Barnum gab es wirklich, ich glaube, irgendwas Jahre 1810 bis 1880, also irgendwas im 19. Jahrhundert. Er hat einen Zoo von Kuriositäten, also auch, ich glaube, soweit ich weiß, hatte er in Wirklichkeit auch Tiere, aber er hatte eben auch den größten Mann, er hatte die Frau ohne Unterleib und ähnliche Geschichten. Und er ist auf der Suche nach einer Meerjungfrau. Und ja, als die beiden sich dann begegnen und sie da auch so ein bisschen in seine Fänge kommt, fragt man sich relativ schnell, ist eigentlich die Meerjungfrau das Monster, für das ja Meerjungfrauen durchaus auch bekannt waren, also dass das nicht die friedvollsten Lebewesen sind, oder ist nicht doch der Mensch irgendwie das Monster? Ich muss sagen, es war eine sehr schwierige Geschichte für mich. Ich mag die kleine Meerjungfrau, ich liebe Ariel. Das ist natürlich nochmal eine ganz Happy End Story über die eigentliche kleine Meerjungfrau, die ja wirklich viel düsterer eigentlich als Märchen daherkommt, als wir es von Disney dann auch kennen. Für mich schafft es die Chroniken der Meerjungfrau nicht, irgendwie an Peter Pan oder gar an Alice heranzukommen. Also alleine auch, wie die Geschichte aufgebaut war, wie sie die Charakterzeichnung gemacht hat, das ist schon nicht schlecht, aber es verdreht eben die Charaktere schon in eine Richtung, wo man sich fragt, wo ist da jetzt eigentlich noch die Grundgeschichte? Und die war bei Alice und Peter Pan immer spürbar. Mir fehlt auch die Düsternis, mir fehlte auch so ein bisschen dieses Neuere, eben was passierte davor, was passierte danach. Hier hatte ich eher das Gefühl, wir sind auf einem Selbstfindungstrip einer Frau, die eben zufällig irgendwie eine Meerjungfrau, ein Meerestier irgendwie ist oder war. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Also ich wollte etwas anderes lesen, ich wollte mehr über P.T. Barnum, ich wollte mehr über den Konflikt, ich wollte das ein bisschen düsterer, von mir aus auch gerne ein bisschen blutiger. Das war tatsächlich so ein bisschen meine Erwartung innerhalb, ich bin total in Weihnachtsstimmung, bitte schafft hier Abhilfe. Ist ja dann mit dem Sachbuch Mission Erde auf jeden Fall geglückt. Es gibt hier sehr viele Themen, die angesprochen werden. Es geht um Verlust, um Freiheit, um Kinder und Liebe. Es gibt aber eben auch so Abdriftungen in Richtung Aberglaube und auch eben einfach Umgang mit Wesen, die scheinbar andersartig minderwertig sind. Das war für mich zwar alles an Themen da, aber unfassbar oberflächlich. Also wir haben da wirklich nur an den einzelnen Themen gekratzt. Wir sind da wirklich nicht tiefer eingestiegen. Es waren die Beweggründe nicht so richtig klar, auch wo diese Themen dann so hergekommen sind, wo sie hingeführt haben. Für mich hat das Christina Henry wirklich sehr oberflächlich behandelt. P.T. Barnum gab es ja wirklich, man kennt ihn vielleicht aus der auch sehr netten Verfilmung The Greatest Showman, auch da spielt er ja eine Rolle. Und da wurde ja dann auch dem Film im Grunde schon einiges vorgeworfen, eben, dass P.T. Barnum kein so netter Charakter war, wie er hier von Hugh Jackman gezeigt wird, dass es sehr whitewashed war, sagt man das dann mit einem Verb, also whitewashing, aber kann man da, ich bin mir gerade nicht sicher, dass man das schon sehr Hollywood-Musical-like gemacht hat. Das ist für mich auch in Ordnung, denn ich habe The Greatest Showman auch nie als also man hätte da aus P.T. Barnum, aus der Rolle von Hugh Jackman auch jeden anderen nehmen können, aber man hat hier natürlich auf eine wirkliche Figur aufgebaut und so macht es Christina Henry auch. Das heißt, man kennt den Charakter irgendwie, hier ist er aber wieder ganz anders und er kommt, glaube ich, hier schon eher dem nahe, was man wahrscheinlich von P.T. Barnum wirklich kennt, auch wenn er für mich ein eher langweiliger Bösewicht war. Also ja, er war erkennbar, aber es war für mich eher so, wo ich dachte, naja, also du bist schon ein bisschen zu nett eigentlich. Und dass auch sehr viel von ihm dann so ein bisschen erklärt wurde. Und ich mir dachte, das interessiert mich eigentlich bei einem Bösewicht alles überhaupt nicht. Also ich bin ja zum Beispiel ein Freund des Jokers, dessen Hintergrundgeschichte man ja eigentlich nie so richtig weiß. Und er ja auch verschiedenste Geschichten von seinem Leben erzählt. Und ich möchte das gar nicht so genau wissen. Und ich möchte auch gar keine Begründung immer haben. Natürlich ist es spannend, bei einem Serienmörder herauszufinden, warum ist er so, was hat ihn vielleicht dahin bewegt. Aber
Ach, das ist doch nicht bei jedem Bösewicht spannend. Also da muss dann schon ein Bösewicht von größerem Kaliber kommen, wo ich das irgendwie interessant und spannend finde. Ich fand tatsächlich, dass das Buch zu Teilen sehr langweilig war, sehr langatmig war. Ich fand den Schreibstil schon gekonnt gut. Man konnte auch sehr gut folgen. Ich habe auch gerne hingehört, aber es gab schon Momente, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, ich drifte hier irgendwie ab. Ich hätte mir mehr Spannung gewünscht. Tatsächlich auch mehr Düsternis, das hätte ich wirklich gut gefunden. Also, dass dieses Düstere, was wir gerade aus dem Alice-Universum kannten, dass das hier einfach mehr wäre. Also wüsste ich es nicht besser durch dem, dass ich mir das mal angeguckt habe, wie die Bücher erschienen sind, hätte ich das als erstes Buch interpretiert und dann gesagt, sie wurde immer besser und besser. Aber es ist wohl, so wie ich das auch im Englischen gesehen habe, genauso erschienen wie bei uns. Und dementsprechend bin ich ein bisschen verwundert und frage mich natürlich, wie könnte jetzt tatsächlich Rotkäppchen werden? Ich fand auch einfach, dass sehr viel Potenzial verschenkt wurde. Zum einen, was man im Grunde aus Amalia, der Meerjungfrau, gemacht hat, aber eben auch um diese ganzen Kuriositäten, diese merkwürdigen Lebewesen, die hier gezeigt wurden von P.T. Barnum, auch wie die Zuschauer, die Menschen drumherum reagiert haben, auch was seine Familie und so angeht. Also ich fand es tatsächlich nicht so gut. Also ist mit das schwächste Buch. Ich versuche es auch ein bisschen von den anderen Büchern losgelöst zu betrachten, aber dann ist es gefühlt tatsächlich noch ein bisschen schwächer. Also, wobei, also, ha, also es war kein sehr gutes Buch. Also es hat definitiv mehr Negatives als Positives und ich glaube, hätte ich es selbst gelesen, wie die anderen Bücher, wobei ich glaube, ich habe Peter Pan ja auch schon gehört, ich glaube, ich hätte es lesetechnisch wohl abgebrochen. So beim Hören ist man eben einfach, weil es auch nicht sehr lang war, doch ein bisschen dran geblieben. Aber ja, es war irgendwie schwierig und langatmig und nicht so düster. Also wem vielleicht Peter Pan zu brutal war, da ist dann hier das Level definitiv schon irgendwie ein anderes. Und dann kommen wir jetzt aber zu einem Highlight, an dem wir im ganzen Dezember bisher gelesen haben. Wir haben uns den 850-Seiten-Wälzer von Kerstin Merkel-Huch eingeteilt und es war schon so ein bisschen, er lag viel zu lange auf dem Sub und dann hatte ich so im Oktober, November die Idee, Mensch, das könnte doch irgendwie noch ein Jahres-Fantasy-Highlight sein, ein Fantasy-Jahres-Highlight sein, so rum. Und zusammen mit meiner lieben Freundin habe ich dann dieses Büchlein gelesen. Wir haben uns das wunderbar eingeteilt und wir haben auch wirklich wunderbaren Austausch gehabt. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr im Freundeskreis Freunde habt und ihr habt vielleicht beide Bücher sozusagen oder ein Buch auf dem Sub, dann eben einfach mal auch gemeinsam dazu zu greifen und das macht wirklich auch nochmal doppelten Spaß. Wir sind hier in einer mittelalterlichen, anmutenden Welt, die aber den einen oder anderen Faktor schon hat, der vielleicht doch auch ein bisschen in der Zukunft irgendwo liegen könnte. Wir treffen auf den Herrmeister Kian Dogul, der von seinen Streitmächten zum Anführer gewählt wurde, obwohl er ein Insani ist und somit eigentlich in diesem Königreich ein Geächteter. Er dient seinem König und folgt auch dessen Befehl, als ihm aufgetragen wird, aus dem Norden des Landes die Heilerin Alia zur Hauptstadt zu eskortieren. Alia soll dann in der Hauptstadt sich um die Behandlung von Soldaten kümmern, die von einer mysteriösen Krankheit übernommen wurden und eingenommen wurden und soll hier eben dem König dienen und die Krankheit zum einen benennen und dann eben auch nach einem Heilmittel forschen und am besten die Kranken dann auch heilen. Auf dieser Reise lernen sich Alia und Kian besser kennen und trotz der vielen Unterschiede, die sie aus der Herkunft haben, aus ihrer Erziehung, aus ihrem Leben, aus was sie auch erlebt haben, merkt man doch recht schnell, dass es da auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden gibt, obwohl sie eben so viel Unterschiedliches trennt, unter anderem eben auch das Insani-Gesetz, was eben Kian eigentlich aus dem Leben ausschließt, wenn er hier eben nicht zum Herrmeister gewählt worden wäre. Als beide dann nach einer gewissen Zeit erkennen, dass es einen übermächtigen Feind im Süden gibt, ja, diesmal ist es der Süden und nicht wie sonst immer der Osten, ja, wer hat aufgepasst? Wenn man an Herr der Ringe und auch Game of Thrones, da kam ja das Böse eher aus dem Norden, was war denn da im Süden? Ich glaube, da war im Süden das Schönere, aber der Herr der Ringe ist ja bekannt, dass er den Osten ja ganz explizit gewählt hat und
Kerstin Merkel wählt hier den Süden, was ich ein bisschen schade finde, weil ich immer finde, Süden ist immer wärmer, immer schöner. Kerstin, das müssen wir nochmal besprechen. es kommt ein übermächtiger Feind aus dem Süden und der kommt immer näher und beide gehen jetzt so ein bisschen gemeinsam auf die Suche und finden dabei schier Unglaubliches. Und auf dieser Reise zum einen, wo wir eben Aliyah zum Königshof bringen, als dann eben auch so ein bisschen die Suche und das Finden und was passiert hier und was ist in diesem Land los, das erfahren wir eben in diesem wirklich tollen Fantasy-Werk. Es ist für mich ein absolutes Highlight. Es ist episch, es hat mich in den Bann gezogen, es hat mich mitgerissen, es hat für mich auch wirklich ein perfektes Ende und in dem eben auch Raum so für die Zukunft gegeben wurde. Und ich bin wirklich Fan. Also ich mochte ja schon Silence von Kerstin Merkel, das war ihr zweites Buch, unglaublich gerne, wo wir ja eher in einer Wasserwelt unterwegs sind. Hier sind wir eher klassisch in Wäldern unterwegs, am Königshofe und eher auch in einer anderen Art von Natur. Und der Einstieg war wunderbar langsam. Und ich möchte das wirklich vorneweg geben. Ich weiß, dass es Leser gibt, auch im Fantasy-Bereich, die das Langsame nicht so mögen. Die das zum Beispiel auch beim Herr der Ringe. Und man kann Inzani tatsächlich mit Herr der Ringe vergleichen. Ich finde, da ist nicht viel Luft hier irgendwo nach oben oder, ne, also man möchte hier wirklich auch ganz explizit den Vergleich machen zu einem epischen Werk, weil ich Inzani auch so episch empfinde und ich eben sage, man muss diesen langsamen Stil wie Tolkien, vielleicht auch wie Trudy Canavan ihn hat, auf jeden Fall mögen. Wenn man eher den schnellen Stil mag, wie zum Beispiel bei Jay Kristoff, dann kommt man hier vielleicht, wenn man sich nicht drauf einlässt, nicht so zurecht oder mag das vielleicht auch nicht so. Wir haben hier einen wirklich schönen Einstieg, der uns in die Welt bringt, mit vielen Details, mit tollen Charakterbeschreibungen. Die Charaktere sind intensiv angelegt, auch ihre Tiefgründigkeit, ihre Entwicklung. Also das fand ich persönlich wirklich großartig. Ich fand es toll, dass ich Zeit hatte, mich hier einzufinden, reinzukommen, alles kennenzulernen, mit auf Reisen zu gehen und dann eben auch so viel erlebt habe, dann sich der Spannungsbogen bildet, man wirklich angespannt ist, mitfiebert, mitgeht und dann eben auch am Ende so einen wirklich schönen Ausklang hat, der wirklich auch einfach nicht sagt, so endet es, sondern eben auch so ein bisschen einen Weg zeigt, wie eine Geschichte weitergeht. Es gibt ja gefühlt nichts Schlimmeres in Liebesgeschichten, als die beiden kriegen sich Happy End und Schluss, weil eigentlich beginnt ja dann erst die wirkliche Geschichte. Und das finde ich hier bei Inzani so toll gemacht, dass man so einen Weg hat, der einem zeigt, okay, die Geschichte geht irgendwie wo weiter und wahrscheinlich wird sie im Kopf von Kerstin Merkel auch weitergegangen sein. Wie gesagt, man muss das mögen, man muss sich drauf einlassen. Ich fand das toll. Es ist auch genau der Stil, den ich sehr, sehr gerne lese. Also ich komme mit beiden sehr gerne zurecht, muss mich da natürlich ein bisschen drauf einstellen, fand es hier aber wirklich richtig toll. Und wir lernen eben die Welt kennen, wir lernen auch sprachlich so ein bisschen was kennen, wie die sich unterhalten, wie sie agieren, wie sie Dinge beschreiben, wie sie Dinge wahrnehmen. Und man schließt einige der Charaktere direkt ins Herz. Nicht nur Kian, der mich wirklich umgehauen hat und so unperfekt perfekt ist, sondern natürlich auch Aliyah, aber dann eben auch, wenn ich an die Königin denke, wenn ich an die Mitbewohner irgendwie denke, an die Mitsoldaten, an Anna denke und das sind ganz viele Charaktere, die wirklich in Erinnerung bleiben, die einem ans Herz gewachsen sind, die toll beschrieben sind, wo wirklich ein Film im Kopf abläuft, die greifbar sind, authentisch sind, sich echt anfühlt und mein Herz gehört definitiv Kian und Aliyah, aber auch die Nebencharaktere hat Kerstin Merkel ganz, ganz toll geschaffen. Wir haben hier auch einiges an Themen, die hier wirklich Platz finden, die tiefgründig erzählt werden, sei es zum Beispiel das Anderssein, was man eben durch den Inzani Kian auf jeden Fall gezeigt bekommt. Zum einen seine Sicht, aber eben auch andere Sichten darauf. Es geht auch um Respekt und es geht um das Miteinander und das steht eben einfach im Vordergrund. Und dazu haben wir eben spannende Elemente, wie Kämpfe, wie Ausbildungen, wie die Heilung von Kranken und eben wirklich so einen gegenwärtigen Feind, den es eben auch zu besiegen gilt. Und das sind wirklich Themen, die wunderbar ausgearbeitet sind, die toll erzählt sind und die hier wirklich Platz finden und man sich darauf auch einfach einlassen kann. Es ist wahnsinnig atmosphärisch geschrieben. Also es ist richtig, richtig toll. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, ein Film läuft ab. Es sind viele Weisheiten gespickt, die man ja auch auf unser
miteinander anwenden kann. Ich habe auch ein paar Markierungen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich markiert habe. Hier zum Beispiel, wunderschön. Meine Mutter hat einmal gesagt, wer ohne Wünsche ist, ist ohne Zukunft. Und ich glaube, da ist mit Wünschen nicht das nächste Auto gemeint. Und das fand ich richtig schön, weil was man sich wünscht, was man sich vorstellen kann, das führt einen natürlich dann am Ende auch in die Zukunft, die man sich vielleicht erträumt hat. Und das kann ich, glaube ich, nicht vorlesen. Das könnte etwas spoilern, aber es war auch ein sehr schöner Moment, der mich auch sehr gerührt hat. Und hier ist noch eine Markierung. Aber ich glaube, das funktioniert auch nicht so richtig. Das kann ich erzählen, zumindest das Ende. Dorthin, wo sich die Wüste ins Meer ergießt. Und ist das nicht schön? Es ist sehr poetisch, es ist episch, es ist toll erzählt. Kerstin Merkel hat einen wahnsinnig tollen Schreibstil und auch so das Miteinander der Charaktere und auch wie die Welt läuft und sprachlich. Also es ist wirklich richtig, richtig toll. Ich fand es wirklich großartig. Also für mich wirklich ein Lebenslese-Highlight. Und wird auf jeden Fall im Regal bleiben. Zudem ist das ja sogar, ich weiß gar nicht, ob Silence von Kerstin Merkel eine Signatur hat, aber das erste Buch hat sie mir ja bei den Kingsianern in Frankfurt unterschrieben und so lange ist das tatsächlich schon auf meinem Sub gewesen. Shame on me, aber großes Bücherkino für alle High-Fantasy-Fans, eine absolute Empfehlung, also das sollte man definitiv gelesen haben. Und das letzte Buch der Woche ist dann Mission Erde von Robert Mark Lehmann, auch ein wahnsinnig tolles Highlight von mir. Für mich. Nein, von mir, für mich. Von mir, für euch. So muss man es wahrscheinlich sagen. Ich bin vor einigen Monaten auf ihn aufmerksam geworden über Interviews, die auf YouTube rumgegangen sind. Er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er Livestreams macht, wo er aufklärt über Meere, Umweltschutz, Tierschutz und so weiter. Und ich finde es wirklich wahnsinnig, was dieser Mann macht und er hat meinen vollsten Respekt dafür. Ich packe euch auch mal seinen YouTube-Kanal unten in die Infobox und den Link, wo ihr das Buch, ich glaube sogar signiert, bestellen könnt. Und mit jedem Kauf des Buches, egal wo, rettet man einen Quadratmeter Urwald. Und das Wichtige ist hier bei ihm, dass wir eben bestehenden Urwald retten, der dann eben gekauft wird. Das ist eben viel besser und wichtiger, als wenn man eben immer neuen Urwald oder neue Bäume sozusagen pflanzt. Aber das erklärt er alles ganz wunderbar in dem Buch. Robert Mark Lehmann ist ursprünglich ein großer Fan von Fischen. Schon als Kind fand er das faszinierend, ist dann eben auch Meeresbiologe geworden, hat dann eben auch für einschlägige Aquarien gearbeitet, hat mit Meerestieren gehandelt, bis er irgendwann den Moment hatte, wo er dachte, was mache ich hier eigentlich? Die Tiere gehören in Freiheit und dann ist er Tierschützer geworden. Er ist Taucher, er ist Fotograf, er geht auf verschiedenste Missionen, um eben Missstände im Grunde zu dokumentieren, aber eben auch um uns Menschen aufmerksam zu machen auf die verschiedensten Tiere, die es eben wert sind, dass sie gerettet werden. Er zeigt uns hier eben auch, was Umweltkriminalität bedeutet, was auf unserem Planeten hier tatsächlich los ist. Wir sind in diesem Bericht, den er 2020 geschrieben hat, bei Rettungsaktionen dabei. Dabei geht es um Wale, es geht um Schildkröten, es geht um Schuppentiere. Ganz besonders für mich immer ergreifend ist es, wenn es um Haie geht, weil ich das wirklich mit die schönsten Tiere im Wasser finde, weitergeleitet über Elefanten oder dann eben auch Orang-Utans und was Palmöl tatsächlich dort vor Ort bedeutet, dass wir das in der westlichen Welt konsumieren, als wäre es ein Stoff, der ganz leicht zu bekommen wäre. Und man wird hier wirklich Zeuge von dramatischen Ereignissen und das macht er auch sehr plastisch, das erzählt er natürlich durch seine Brille. Ich habe ein, zwei Mal gelesen, dass Leute es ein bisschen anstrengend fanden, dass er immer von sich und von seinen Abenteuern und von seiner Sicht spricht. Und ich mir denke, ja, aber es ist ja ein Erfahrungsbericht. Natürlich erzählt er das, wie er das wahrgenommen hat und nicht aus neutraler Brille, wie könnte es irgendwer vielleicht verstanden haben. Und das finde ich manchmal sehr anstrengend, sowas dann an Rezensionen zu lesen. Man ist damit dabei. Ich muss auch echt sagen,
es gibt schon Momente, wo ich auch mal bei 2, 3 Passagen eine Seite übersprungen habe, weil es für mich zu eindringlich war. Robert Mark Lehmann schreibt relativ weit vorne, und das finde ich tatsächlich ein schönes Zitat: Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Es geht nicht nur darum, dass man sie im Grunde irgendwie rettet und oder warum man das macht und warum er motiviert ist, sondern die Welt ist schön und wir können sie auch noch retten. Und das ist so eine schöne Mischung, die er uns hierin eben zeigt. Zum einen wirklich auch mit Fotos eindringlich Dinge erzählt. Sprachlich das wirklich sehr hart macht, sehr direkt macht. Es gibt für ihn auch keine Grauzone, es gibt nur richtig und falsch. Das muss man, glaube ich, auch einfach mögen. Ich glaube, dass viele so ein bisschen mit seiner Art anecken. Ich sehe mich aber sehr oft selbst in ihm wieder. Und nämlich wie ich so mit 14, 15, 16 war, als ich die Welt verbessern wollte, als ich jeden bekehren wollte, als ich vieles gegen Pelzträger gemacht habe, was vielleicht nicht unbedingt auf dem Lebenszeugnis, wobei auf dem Lebenszeugnis sieht es gut aus, aber wo man vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen Probleme hätte bekommen können, ist das mittlerweile nach 20 Jahren verjährt, ich hoffe. Und ich erkenne mich da immer mal wieder und merke aber, dass er die Energie noch hat, die mir irgendwie vielleicht vor 10, 12 Jahren so ein bisschen ausgegangen ist. Und ich mich sehr oft heute daran entdecke, dass ich denke, ich habe eigentlich gar keine Lust zu diskutieren, ich habe keine Lust aufzuklären, ich habe diese Kraft manchmal auch gar nicht mehr. Und jetzt kann ich auf Robert Mark Lehmann verweisen und sage, guck dir das an, warum sind so schlecht, warum ist es schlecht, auf Kamelen im Urlaub zu reiten, schau dir an, warum du möglichst kein Krokodil streichen solltest und so weiter. Ich verweise jetzt nur noch auf Robert Mark Lehmann und kann meine Kraftreserven ein wenig schonen. Man muss natürlich sagen, er macht das jetzt, glaube ich, 10, 12 Jahre. Das heißt, als meine Kraft ausging, hat er begonnen, vielleicht ist meine Kraft zu Robert Mark Lehmann gegangen. Und er hat jetzt natürlich auch hoffentlich noch ein bisschen Kraft und natürlich auch tolle Teams, die er unterstützt. Das sind ja nicht immer seine Projekte, sondern wenn er vom KSK angefordert wird, weil er eben ein erfahrener Fotograf ist, ein erfahrener Taucher ist, dann funktionieren diese Missionen eben auch in diese Richtung. Nicht alles ist von ihm gesteuert, sondern eben auch, dass eben Einheiten, die etwas aufdecken wollen, ihn eben dazu mitnehmen. Zudem ist er 2015 mit einem Foto, ich habe das letztens auch schon gesucht, ich denke, ich kann euch das jetzt auch einfach zeigen, mit dem Foto dieser wunderbaren Kegelrobbe, wo er in einem Interview auch wirklich toll erklärt, wie es zu diesem Foto gekommen ist, wurde er ausgezeichnet von National Geographic zum Fotograf des Jahres. Und das Foto hat vielleicht auch tatsächlich der ein oder andere schon gesehen und wusste gar nicht, wo kommt das her. So ging es nämlich mir. Und er ist definitiv bekannt und ich finde es toll, dass er mit dem Buch jetzt auch seine Aufmerksamkeit auf seine Arbeit lenkt. Es gibt auch eine Sendung auf Vox, Mission Erde, darunter steht dann eben auch alles. Es wird einige Projekte wohl auch im neuen Jahr geben und ich fand das toll. Also es hat mich berührt, es hat mich mitgerissen, es hat mir tatsächlich vielleicht auch wieder Kraft geschenkt, dass man doch für diese Tiere mehr den Mund aufmachen muss, für alle Tiere, für alle Lebewesen, die es irgendwie gibt. Über Mücken würde ich immer noch streiten, aber auch die sind natürlich wichtig. Aber man bekommt einen Impuls, man möchte Dinge wieder verändern, angehen, besser machen. Und das Schöne ist an diesem Buch, wir bekommen auch Tipps und Tricks und Hinweise, wie man Dinge besser machen kann. Alles ist mit unserer Kaufentscheidung verbunden. Nehme ich ein Produkt mit Palmöl, ja oder nein? Und wenn nein, helfe ich im Grunde all denen, die irgendwie für 5 Euro die Stunde dort im Urwald helfen, Orang-Utan-Babys von ihrer brennenden Mutter wegnehmen, damit eben das Kleine überlebt. Und das sind wirklich Bilder im Kopf, die sehr eindringlich sind, die man auch schon kennt. Und es kann auch keiner mehr sagen, er hat davon noch nie was gehört. Die Ignoranz der Menschen ist sehr groß, das merkt man immer wieder, das merke ich auch im Freundesbekanntenkreis, was ich da für Diskussionen manchmal über Zoos führe und über Zirkusse, müssen wir gleich gar nicht uns unterhalten. Und ich mir immer denke, und da kommt mein Moment, wo ich denke, ich habe gar keine Lust, das nochmal aufzukehren. Und man kann auch nicht jedem, also auch ich bin nicht perfekt, keine Frage, auch ich halte Katzen, wobei man soll die ja auch tatsächlich lieber im Haus halten, als rauszulassen, weil sie, glaube ich, das zweitgrößte Raubtier in Deutschland ist nach irgendeinem Marder, weil sie natürlich Mäuse, Kleintiere, Vögel und so weiter fressen. Deswegen habe ich gar kein so schlechtes Gewissen. Zudem sind ja unsere Katzen auch domestiziert wie Hunde. Und bevor sie vielleicht als Pelz irgendwo landen. Also
Natürlich ist niemand von uns perfekt. Das hat er auch mal in einem wunderbaren Interview mit Fritz Meinecke gesagt. Man müsste dann eigentlich nackt im Wald sitzen, nur noch Rinde essen und dürfte dann aber wegen seiner Nacktheit möglichst auch kein Reh erschrecken. Weil auch dann hätte man ja in die Natur eingegriffen. Und das natürlich geht das alles nur Schritt für Schritt. Und das ist eben auch das, wenn jeder immer wieder, jede Woche, jeden Monat einen kleinen Schritt macht, dann sind das groß gesehen in unserer westlichen Welt viele Schritte, die getan werden, in die richtige Richtung. Und ja, also ich, wie ihr seht, ich bin hier sehr begeistert. Er hat mich sehr beeindruckt, auch wie er das rübergebracht hat. Sprachlich sehr locker, wie man ihn eben auch aus seinen Livestreams kennt, auch wenn er hier einen auf einmal sieht, was man durch seinen YouTube-Kanal nicht kennt, da wird jeder geduzt. Fand ich aber gar nicht schlecht. Da fühlt man sich gleich ein bisschen erwachsener. Wobei, ich glaube, wir sind sogar gleicher Jahrgang, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, er zählt auch immer, genau, 83. Ist doch eigentlich ein guter Jahrgang, ne? Ja, also von daher, es ist eine Empfehlung. Und ich finde auch seinen YouTube-Kanal wirklich bereichernd. Schaut euch den an. Und wirklich, man lernt hier viel, man nimmt was mit. Und ich glaube, man bekommt ein bisschen Kampfgeist, um einfach wieder ja die Kraft zu haben, auf Missstände hinzuweisen und auf die Dinge, die man eben weiß und die ignoriert werden. Und das heißt dann auch, mal wieder mehr Petitionen zu unterschreiben, E-Mails zu schreiben und einfach den Druck zu erhöhen, damit sich Dinge für die Tiere, für die Umwelt verbessern. Oh, das war aber jetzt ein schweres Thema. Oh mein Gott. Ja, und dann wechseln wir jetzt zu der Serie der Woche. Und ja, wo ich dann sage, eigentlich hätte ich noch so den einen oder anderen Weihnachtsfilm auf der Liste gehabt. Habe auch noch einen alten Film angeschaut. Habe aber dann mit dem Rewatch von The Witcher Staffel 1 begonnen. Habe die erste Staffel komplett weggesuchtet. Gibt es ja auf Netflix. Und dann war es am Freitag soweit. Und es kam die zweite Staffel. Und ich war ja schon ein großer, großer Fan der ersten Staffel, habe ja dann auch die ganze Reihe in 2020 gelesen. War das 2020 oder war es sogar noch dieses Jahr? Ich bin mir gerade unsicher. Oder war es eine Mischung? Also ich habe angefangen auf jeden Fall, bevor Staffel 1 anfing, das war ja 19, dementsprechend habe ich The Witcher im letzten Jahr gelesen. Faszinierend, es fühlt sich noch so an wie gestern, manche Szenen zumindest, das ist ja ein gutes Zeichen. Und ja, und habe dann ja die Bücher gelesen und ich fand die erste Staffel gut gemacht. Ich mag Henry Cavill als Geralt von Riva, ich finde den mehr als großartig gecastet. Und wenn man da ein bisschen die Hintergrundgeschichte weiß, dass er ein großer Fan der Spiele ist, dass er die Bücher toll findet, dass er unbedingt auch diese Rolle wollte, das macht es natürlich nochmal um einiges großartiger und da spürt man, finde ich, Henry Cavill eben auch als ja, den Hexer Geralt auf jeden Fall an. Ich möchte gar nicht mehr so viel zur ersten Staffel sagen. Ich weiß, dass sich viele mit dieser verschiedenen Zeitebenen schwer getan haben, dass es ja eher so episodenhaft war, dass es ein Monster der Woche gab und es hing natürlich damit zusammen, dass man die Kurzgeschichten genommen hat, die eben einzelne Fälle von Geralt sozusagen waren, dass auch, glaube ich, irgendwie eine Zeitspanne von 10, 15 Jahren abgedeckt wurde, die aber eben ein Ziel auch irgendwie hatte und das Ziel findet sich ja dann am Ende, wenn alle Zeitstränge irgendwie zusammenfinden. Und ich weiß, dass sich viele damit schwer getan haben. Wann bin ich in der Gegenwart? Was ist in der Vergangenheit? Wo führt das hin? Wer ist wo? Vielleicht wäre es ein bisschen einfacher gewesen, mit Zeitangaben zu arbeiten. Man musste schon aufmerksam dabei sein. Und das Schöne ist, glaube ich, für all die, die da so ihre Probleme hatten, dass jetzt Staffel 2 tatsächlich eine Kontinuität hat. Also eine Geschichte, einfach wie man es dann auch aus der eigentlichen fünfteiligen Reihe kennt, wunderbar weitererzählt. Also wir keine großen Zeitsprünge mehr haben, natürlich innerhalb der Charaktererzählung. Wir haben im Grunde drei Perspektiven, denen wir auch folgen. Und natürlich sind die manchmal an anderen zeitlichen Stellen. Wenn natürlich der eine fertig erzählt hat, der nächste und dann kommt der dritte, dann ist man vielleicht da, wo der erste gerade war. Aber das kennt man ja auch aus anderen Geschichten, dass da Dinge parallel passieren, die aber eben erst im nächsten Kapitel sozusagen erzählt werden. Und das schafft man hier mit diesen drei Perspektiven. Es ist bildhaft viel, viel, viel besser, was die Monster angeht, das CGI angeht, die Umgebung angeht. Wir kommen an Orte, wo ich mich so, so, so gefreut habe, sie jetzt endlich zu sehen und dort zu sein und Ciri und Geralt miteinander zu erleben und dann auch, was so die Zaubergilde, die Bruderschaft hier auf sich hat und
Ach, also richtig großartig. Ich war sehr angetan, auch von Staffel 2. Ich habe die das ganze Wochenende weggesuchtet. Nach der Boosterimpfung war das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, sich eher Serien zu widmen und auch ein bisschen Hörbuch dazu dann in der nächsten Bücherwoche. Und ich hatte großen Spaß. Also ich liebe dieses Universum, ich liebe dieses dunkle Fantasy. Ich mag, dass es blutig ist, brutal ist, dass es Intrigen gibt, dass es... aber auch Geralt hat, der wirklich wahnsinnig toll dargestellt wird, der definitiv gesprächiger ist, als man es aus den Büchern kennt, wo auch Geralt, Henry Cavill darauf bestanden hat, dass er seinem Charakter Tiefgründigkeit geben will. Und das ist wirklich wunderbarst gelungen. Also wirklich tolle Serie, hat mich sehr, sehr in den Bann gezogen. Es gibt so 2, 3 Momente, wo ich denke, man merkt auch, dass man natürlich schon vom Buch abweicht. Also manches dachte ich, das kommt doch viel später. Wo ist denn das? Natürlich gibt es das immer wieder. Und ich weiß, da sind wir Bücherfreaks und Nerds natürlich immer darauf bedacht, dass uns irgendwie die Geschichte aus dem Buch erzählt wird. Wir tauchen hier, glaube ich, aber schon ins zweite Buch der fünfteiligen Reihe ein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und führen da so ein bisschen verschiedene Geschichten fort. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich fand das richtig gut gemacht. Ich fand die Schauspieler, die dazugekommen sind, toll gecastet. Ich fand die Musik passend. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit Rittersporn, besonders seiner Frisur und der Klamotte. Das fand ich ein bisschen schwierig. Und es gibt auch eine Szene, bei der habe ich Rotz zu Wasser geweint. Das hatte ich gar nicht mehr. Also ich glaube, habe ich im Buch auch schon geweint. Möchte jetzt aber gar nicht spoilern. Und für mich eine tolle Serie, die super viel Spaß macht und die mich wirklich begeistert. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Am Freitag kommt ja auch die letzte Folge zu Rat der Zeit, was ja auf Amazon läuft. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal noch irgendwie ein bisschen was dazu in der nächsten Bücherwoche erzählen, wenn ich dann abschließend etwas zu dieser ersten Staffel erzählen möchte. Und da hätte ich auch echt Bock auf die Bücher. Ach, das Problem bei Rat der Zeit ist nur, dass da, glaube ich, ein englischer Band gleich 3 deutsche Bände sind. Ach, und das ist natürlich, wenn man dann irgendwie eine 30-teilige Reihe so vor sich hat, das ist eher irgendwie... Vielleicht belässt man es auch einfach auf der Serie. Ist ja manchmal auch nicht schlecht. Man kann nicht jedes Buch auf dieser Erde lesen. Das ist etwas, was ich dieses Jahr und mir fürs nächste Jahr auf jeden Fall auch vornehme, dass man sich von diesen Gedanken lösen muss. Ja, das war es jetzt auch schon, das Wort zum Sonntag sozusagen. Das war meine Bücherwoche, doch recht emotional, auch wirklich durch die beiden Highlights, die mich wirklich sehr begeistert haben und wirklich auch in mir, ja, einfach das Lesegefühl, den Leseflow sozusagen wunderbar gestaltet haben. Hat das jetzt Sinn gemacht? Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, nächsten Samstag wird es wahrscheinlich den Jahresrückblick geben. Also sehen wir uns in der klassischen Bücherwoche in 2 Wochen wieder. Einfach weil ich glaube, dass ich mit Weihnachtsfilmen, Serien, wie ich es jetzt so merke, und auch Büchern jetzt ein bisschen langsamer mache. Man merkt so nach dem Kalender, ja, der Druck ist jetzt raus, noch unbedingt ein Highlight zu entdecken. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil hätte ich Mission Erde im Februar gelesen, wäre es halt nächstes Jahr ein Jahreshighlight geworden. Ne? Also... Ihr versteht. Also, nein, ihr versteht wahrscheinlich nicht. Aber ich, man hat da so manchmal, macht man sich ja Selbstdruck. Wobei ich da ja eigentlich gar nicht der Typ bin und mir da irgendwie Lesedruck macht. Das ist, es ist, wie es ist. Jahresende ist jetzt da. Wir starten am 1.1. dann neu und frisch und auch verrückt, dass das echt in der Woche dann irgendwie schon rum ist, ne? Ja, ein turbulentes Jahr. Aber da sprechen wir vielleicht im Jahresrückblick ein bisschen mehr dazu. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch einen wunderbaren Weihnachtsfeiertag wünsche. Morgen auch nochmal einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, dass ihr die besinnliche Zeit jetzt vielleicht auch zwischen den Jahren ein bisschen nutzt, um zu reflektieren, um runterzukommen, um zu entspannen, ihr vielleicht auch Urlaub habt, es ein bisschen langsamer angehen könnt und einfach mal einen Rückblick aufs letzte Jahr werft und vielleicht auch einen Vorblick, was man sich so ein bisschen für 2022 vornehmen möchte, was man erleben möchte, was man für sich selbst Gutes tun möchte. Und das war's von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann natürlich auch ein schönes Wochenende. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.